hat sie eine Bedeutung oder kann sie weg? Warum steht sie an, als dritte Szene im Buch und nicht als fünfte oder zehnte? Abklopfen heißt, jede Frage stellen, die ein Drehbuch erlaubt, um zu wissen, ist das die Basis? Die Basis, das ist das Gerüst, das ist, wenn man Architekt ist, sind das die Pfeiler, auf denen man bauen wird. Wenn die Pfeiler nicht stehen, kann man nichts bauen. Das sind die Pfeiler und das muss also stehen. Dann wird man in der zweiten Phase mit den verschiedenen Heads of Department sprechen, insbesondere mit dem DOP, Director of Photography, der, hier nennt man ihn Kameramann, in anderen Ländern sagt man Director of Photography, mit dem man die Form besprechen wird. Man kann einen Film in unterschiedlichsten Manier drehen, das wisst ihr. Ihr seht viele Filme, hoffe ich doch, und ja, man kann einen Film aus der Hand drehen, immer auf Schienen drehen, man kann einen Film schnell erzählen, mit ganz vielen Schnitten, man kann einen Film langsam erzählen. Warum? Warum? Wie entsteht das? Was passiert da? Wann entscheidet man das? Das ist natürlich etwas, was sich herausstellt, aufgrund der Geschichte, die man erzählen will. Meistens hat die Geschichte, bringt die Geschichte mit sich schon eine Form, die man, die sich von sich aus stellt. Aber wenn man anfängt mit dem Kameramann zu sprechen und der fragt, wie hast du dir diese Szene vorgestellt? Und dann beginnt man mit dem Kameramann zu reden über Licht, über Kamera, Bewegungen oder Nichtbewegungen, über Farbe und so weiter. Und dann kommt gleich auch der Ausstatter dazu, mit dem man bereden wird, wo drehen wir, was. Nicht? Also das ist diese zweite Phase, ist diejenige, die sozusagen entscheidet über die Form des Films. Das wisst ihr, die kleinste Einheit in einem Film ist die Einstellung. Die längste Einheit der Film und die wichtigste Einheit für die Regie ist die Szene. Eine Szene besteht aus vielen Einstellungen. Also eine Szene ist, es sitzen diese Menschen im Zimmer, Kamera steht da meinetwegen, nimmt auf und jetzt in diese Szene soll, was weiß ich, gibt es eine Diskussion über irgendetwas. Das ist die Szene, Diskussion mit jungen Menschen, sagen. In dieser Diskussion wird dann aufgelöst werden in vielen Einstellungen, nämlich was sie sagt, wie sie zuhört, wie sie spricht und so weiter. Das sind Einstellungen. Ja? Das andere und das Ganze ist dann die Szene. Aber ich entscheide, die Szene in einer Einstellung zu drehen, in einer einzigen Einstellung. Ich tue die Kamera dahin und es bleibt in einer Totale. Was natürlich nicht sehr interessant ist. Oder aber ich entscheide, es wird eine Einstellung sein, aber es wird eine Fahrt sein um das herum. Weil ich durch die Fahrt zeigen will, meinetwegen, wie die alle zusammenhängen und was, wo sie gucken sollen. Unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche, mit unterschiedlichen Bedeutungen. Wie entscheidet man das? Das entscheidet man, weil man viele, viele Filme gesehen hat. Über die Sprache, die mögliche Sprache des Films, ein bisschen Bescheid weiß, bestimmte Liebhabereien hat. Man weiß, ob man viel schneiden wird, wenig schneiden wird, ob es, also zum Beispiel die Kamera zu stellen und da redet eine über 10 Minuten, ist ja extrem langweilig. Also würde man sich was ausdenken. Wie könnten wir das anders machen? Was? Schienen stellen, Kamera drauf, langsamer Zufahrt auf die Person zu, wenn sie was Interessantes erzählen. Und dann eben die Reaktion der anderen. Also die Szene wäre aufgelöst in verschiedene Einstellungen auch wieder. Ja? Aber ich erzähle wahrscheinlich alles, was ihr schon längst weißt. Oder? Geht's? Unterbrechen bitte, wenn es so klein war. Okay.
Also die Szene oder das Bild, nennt man das auch, ist eine Aufeinanderfolge von Einstellungen. Buñuel sagte mal was sehr Schönes. Er sagte, Technik ist nicht das Problem, technisch kann man alles lösen. Er sagte auch, dass er Filme hasst, die sich bemühen, Stil zu zeigen. Es ist interessant, gerade er. Er sagte, interessante Kamerastandpunkte, elaborierte Fahrt, jeder gute Kameramann wird zuerst fragen, was soll ausgedruckt werden. Bevor ich überhaupt meine Kamera auf eine Schiene tue oder mir überlege, wie soll ich das drehen, heißt es, was soll ausgedrückt werden? Und dann kann man entscheiden, wie man es dreht, um da eine richtige Entscheidung zu treffen. Der Regisseur muss die Arbeit machen, den Bau, ihr seht, ich benutze viele Worte aus der Architektur, der Bau einer Liste von Szenen, ausgehend vom Drehbuch. Das heißt, er weiß ganz genau, ich habe in diesem Film 60 Szenen oder 100 Szenen und die muss ich schaffen in 40 Tagen. Diese Szene kann ich auflösen in so und so viele Einstellungen, diese kann ich nicht so auflösen. Man sucht die Locations, man weiß, wie weit sind die Locations voneinander entfernt, wie schafft man das, wie viel Zeit vergeht von einer Location zur anderen etc. Ich spreche im Moment sehr technisch, wie ihr merkt. Ne? Es ist aber auch wichtig, weil man stellt sich das immer sehr charmant vor und es ist eigentlich harte Knochenarbeit. Es ist harte Knochenarbeit, Regie, es ist harte Knochenarbeit, einen Film zu machen. Das Wichtigste ist, Zeit für die Vorbereitung zu haben. Ich finde, desto mehr Zeit man hat für die Vorbereitung, desto leichter, entspannter wird das Dreh sein und desto, wenn man gut vorbereitet ist, ist das ein Spaziergang, einen Film zu machen, weil dann hat man alles, alle wissen, was sie tun, die Ausstatter wissen es, die Kostümbildnerin weiß das, der Kameramann weiß, das Licht weiß, alle wissen, was sie zu tun haben, man kommt ans Set und arbeitet mit den Schauspielern und das ist natürlich eine ideale Situation. Wenn man das nicht getan hat, wenn man nicht gut vorbereitet ist, ziehen alle an einem rum. Und dann weiß man am Ende überhaupt nicht mehr, was man dreht. Man dreht dann, was man kann, nicht was man will. Und das ist schlecht. Es ist schlecht, weil man dann am Schneidetisch sitzt und dann sieht, was das Resultat ist. Und das Resultat macht einen dann nicht glücklich. Manchmal funktioniert es. Es gibt Leute, die sind sehr improvisiert und können das. Improvisation ist eigentlich im Film eine Lüge. Es ist immer eine Lüge. Es funktioniert nicht. Man kann improvisieren mit Schauspielern. Also man kann sagen, er hat einen Text, der Schauspieler, der muss den Text irgendwie liefern, aber kann das so oder so oder so liefern. Und er bringt was anderes oder er schlägt ein bisschen einen anderen Text vor oder er sagt, lass uns das mal improvisieren, mal gucken, was daraus wird. Da sage ich, ja, aber bevor wir drehen, gucken, was ist. Ich gehe nicht blind in eine Szene rein, weil dafür ist das Material zu kostbar, die Zeit zu kostbar. Also das Wichtigste in dieser Vorbereitungszeit ist zu kämpfen, um mehr Vorbereitungszeit zu haben. Zeit zu haben kostet immer Geld. Und Zeit mit den Mitarbeitern und Zeit mit den Schauspielern. Wenn man die Schauspieler ausgewählt hat, braucht man Zeit. Was ich mache mit den Schauspielern ist das Buch lesen. Ich mache weniger, also es ist unterschiedlich, aber in dem letzten Film zum Beispiel habe ich kaum geprobt, ich habe viel mehr gelesen mit ihnen zusammen. Und das Buch gemeinsam durchgelesen, ein paar Mal. Und dann können die Schauspieler sagen, da, was ist da? Was passiert da? Warum macht sie das oder warum macht sie das nicht? Warum sagt er das? Was passiert hier? Was könnte es anders sein? Wie könnte es anders sein? All diese Besprechungen führen dazu, dass der Schauspieler sich interiorisiert, reingeht in die Figur, gleichzeitig, also man hat
Also als Regisseur muss man dem Schauspieler auch immer sagen können, wo kommt der her, diese Figur, wo kommt die her, wer ist das, was waren die Eltern, wo hat es gelebt, bla bla bla. All das muss, der Regisseur muss alles wissen, um eine Antwort geben. Und wenn er mal nicht weiß, muss er sagen, weiß nicht. Nicht so gut, aber gibt es auch. Und auch, wenn ein Schauspieler mal sagt, ich kann diesen Text so nicht sagen, ich weiß nicht, was das für ein Text ist. Ich kann es nicht so sagen. Dann sagst du, ja, wie könntest du sagen? Was ist das Problem? Wo ist, bis man kommt an den Punkt, wo man sieht, wo liegt das Problem, was ist es, was der Schauspieler nicht sagen mag. Und wenn man das Problem erkennt, kann man es lösen, meistens. Oft kommen sie mit wunderbaren Vorstellungen und Beispiele und Ideen und das nimmt man dann auf. Anderes nimmt man nicht. Es ist sehr, sehr wichtig natürlich, wenn man das Buch gemeinsam liest, dass man versteht auch die Geschichte der Figur. Also auch dann später, wenn man dreht, weil man dreht ja nicht chronologisch, wie ihr wisst, oft dreht man, nicht oft, meist dreht man unchronologisch, weil man dreht nach, also ein Schauspieler ist besetzt worden, hat 7 Tage Drehzeit. Man wird also diese 7 Tage versuchen, alles, was dieser Schauspieler spielen muss, zu drehen. Es kann sein, dass Szenen von diesem Schauspieler am Ende des Films oder am Anfang des Films sind. Trotzdem macht man sie zusammen. Man wird die drehen auch nach Drehorte, ne? Und so weiter. Das heißt, man dreht nicht chronologisch meistens. Das macht es nicht leicht, weil der Schauspieler wird immer fragen, was habe ich gerade vorher gemacht? Und man muss es wissen. Man muss es wissen. Man muss es, also in der Geschichte fragt er, was habe ich vorher gemacht? Und dann muss man wissen, was hat er vorher gemacht? Und er braucht nicht zu wissen, was danach kommt. Das ist völlig uninteressant. Das soll er ja auch gar nicht wissen. Aber was war vorher? Ja, der Schauspieler ist ja ein Element im Film. Ne? Ein sehr wichtiger Element in meinen Augen. Und er muss in der Lage sein, Spiel, also im Film, nicht im Theater, im Film, Spielhandlungen zu fragmentieren. Das heißt, etwas, was später in der Montage eine Handlung sein wird, ist ja beim Drehen in kleinen Stücken gedreht worden, unterschiedliche Momente gedreht worden. Das heißt, er muss in der Lage sein, eine bestimmte Haltung, die er hatte, bei einer Einstellung wiederzufinden in einem anderen Moment. Er muss in der Lage sein, auch in dieser Fragmentierung trotzdem ein Gefühl zu erzeugen. Das ist die Arbeit des Schauspielers beim Kino, beim Film. Und das ist sehr spannend und einige können es sehr gut, andere können es nicht so gut. Auf jeden Fall, ich glaube, dass die Schauspieler viel weniger tun müssen, als man denkt, weil je weniger er macht, desto mehr kann der Zuschauer auf ihn projizieren. Da gab es immer wieder für mich und ich glaube nicht nur für mich, Diskussionen mit Schauspielern, die ihr, einige von euch habt La Amiga gesehen, ne? Ja? Ja? Nein? Ja? Nein? Du hast La Amiga gesehen, glaube ich, oder? Ich habe es gesehen. Okay, wie auch immer, das geht um die Freundschaft von 2 Frauen in einer politisch heftigen Zeit und meine 2 Schauspielerinnen, Rieb Ullmann und Sibel Linkowski wollten sich öfters anfassen und sich umarmen, weil sie ihr Freundinnen sind. Und ich habe immer wieder gesagt, nein, ihr umarmt euch nicht, ihr küsst euch nicht. Und dann hat sie, wieso, wir haben doch das Gefühl und das Gefühl muss rüberkommen. Und ich habe gesagt, wenn ihr euch anguckt, kurz vor dem Kuss, kurz vor der Umarmung, das wird bei dem Zuschauer das Gefühl herstellen. Nicht die Umarmung. Die Umarmung löst das Gefühl. Der ist weg. Versteht ihr, was ich sage? Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist immer so, dass man etwas andeutet und der Zuschauer macht das zu Ende. Denkt das, fühlt das zu Ende. Und das ist das Spannende. Wenn man das immer aus,
also ausagiert, zu Ende erzählt, dann langweilt sich der Zuschauer. Dann kann er nicht die Arbeit machen, die er machen soll. Nämlich selber sich den Film erzählen. Da wird es spannend, wenn einer sich selber den Film erzählt. Entschuldigung, darf ich ganz kurz was sagen, weil das habe ich mit dem Sebastian, der hat auch gesehen, genauso besprochen und ich habe zu ihm gesagt, komisch, zwischen den zwei Frauen, da geht irgendwas ab, ich verstehe es nicht ganz. Das ist wahrscheinlich genau dieser Moment, den zu beschreiben, irgendwas, das nicht eindeutig zeigt, aber das ist irrsinnig interessant. Also man versteht es nicht auf den ersten Blick. Also das war ja, es ist so eine Tension, eine Spannung, ja, das ist so eine Spannung. Und das ist auch ich habe viel nachgedacht über das Weinen und das Lachen im Film. Also das Weinen und das Lachen der Schauspieler im Film. Und ich versuche, dass die Schauspieler nicht weinen im Film. Und ich versuche, dass die Schauspieler auch wenig lachen. Weil also das Weinen soll der Zuschauer, nicht die Schauspieler. Und Lachen soll auch der Zuschauer, wenn es einen Witz gibt. Nicht die den Witz erzählen. Also das ist kompliziert. Es ist kompliziert auch, weil für einen Schauspieler ist es einfacher, das Gefühl zu zeigen, statt anzudeuten. Und so viel zurückhalten. Ne? Aber das ist interessant. Ne? Also der Schauspieler aber ist derjenige, der die Geschichte trägt. Also es ist eigentlich, es ist einer der wichtigsten Elementen, sage ich mal, in einem Film und man muss ihn als solchen behandeln. Gleichzeitig aber ist es nicht der einzige Element, sondern es gibt ja viele andere Elemente, Orte, Landschaften, was weiß ich, Bewegungen. Aber trotzdem gibt es diesen Hype oder diese Geschichte, also der Schauspieler ist gut oder schlecht, man spricht nicht über guter oder schlechter Regie, sondern einen guten oder schlechten Schauspieler. Es gibt eigentlich gut geführte oder schlecht geführte Schauspieler. Es gibt natürlich bessere Schauspieler und schlechtere Schauspieler, das gibt es. Da gibt es auch gleich so ein interessantes Problem und das ist, wer hat Priorität, die Technik oder die Schauspieler? Der Regisseur steht da, Kamera steht da, von links kommt die Kostümbildnerin und sagt, ich hatte mir gedacht, dass dieses Kostüm besser wäre und von rechts kommt der Ton und sagt, also ich kann das nicht richtig O-Ton nehmen, du wirst das nachher machen. Und da steht der Schauspieler und guckt mich groß an und wartet, dass ich was sage und hier steht der Kameramann und sagt, sollen wir so drehen oder so. So, was macht dann der Regisseur? Er spricht immer zuerst mit dem Schauspieler. Weil der Schauspieler ist extrem empfindlich auf sowas. Ja, das ist ganz furchtbar. Stell dir vor, du stehst da vor der Kamera, du stehst nackig da, also ich sage jetzt nicht nackig, sondern du stehst da mit deinem Wesen, mit deiner Seele, und der Regisseur guckt dich nicht an, sondern guckt irgendwo anders hin, kümmert sich um Kostüm, und was weiß ich. Es ist furchtbar. Das heißt, der Schauspieler muss das Gefühl haben, dass er eingebettet ist, dass er gehalten ist, dass wir es zusammen machen. Dass wir, und wenn wir das Bild gedreht, also die Einstellung gedreht haben und Kamera, und ich sage Cut, danach muss ich sofort mit dem Schauspieler zuerst reden. Und sagen ja, nein. Machen wir nochmal oder nicht nochmal, oder das war gut oder das war schlecht oder das war auch was auch immer. Aber zuerst immer mit dem Schauspieler reden. Und was ist mit dem Team? Das Team kann unruhig werden. Ne? Die wollen ja alle was. Die wollen ja alle was. Ziehen alle an einem rum. Und das heißt, das ist so ein Balanceakt, wo man steht, wie man sich da. Es ist eine interessante Dichotomie. Einerseits als Regisseur der Kopf der Bande sein, also diese Autorität muss man fühlen, aber man muss sie positiv ausfüllen. Nicht autoritär, sondern einfach nur dadurch, dass man ruhig bleibt und sagt, ja, das kann ich mir vorstellen, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn jemand einen Vorschlag hat,
erstmal den Vorschlag anhören. Und die Ideen der Schauspieler, die Ideen der anderen muss man anhören. Oft haben die anderen Menschen exzellente Ideen. Und das ist Teamarbeit. Das ist so ein Balanceakt, wissen, was man will und gleichzeitig die anderen an Entscheidungsprozesse teilnehmen lassen. Es ist wirklich ein Balanceakt. So. Und wenn man gut schläft, einigermaßen gut isst, während der Dreharbeit kein Alkohol trinkt und sich ein bisschen vorbereitet, dann ist man in der Lage, das zu machen. Aber es verlangt eine gewisse, Disziplin. Ja, was auch wichtig ist, ist eben, was ich sagte, mit dem Schauspieler. Der Regisseur ist der erste Zuschauer, der einzige Zuschauer, also eigentlich, des Schauspielers in dem Moment des Drehens, weil wir haben sicher so Making-ofs gesehen und so, wie die Schauspieler immer den Regisseur gleich anschauen, nach dem Take. Und manchmal gucken sie auch den Kameramann an, um zu sehen, hat er mich im Bild, ja. Oder war ich gerade im Schatten oder was. Aber dieses Gefühl, es ist mein erster Zuschauer, das muss man sich erinnern, weil man muss ihm auch das geben, man muss ihm das Gefühl geben, ich gucke dich an, ich sehe dich. Das ist ganz wichtig. Jetzt nehmen wir an, wir haben den Film gedreht, der ist fertig. Ich habe es jetzt sehr schnell gemacht, gell? In 10 Minuten haben wir den Film gedreht. Dann wird man sich die Kopierer anschauen, auswählen, das ist eine ziemlich qualvolle Prozedur mit der Cutterin. Man wird also sagen, also ich habe einen Take dreimal gemacht, ne? Es hat mir nicht gefallen, dass ich so versteckt war hinter ihm, also habe ich noch eine gemacht, wo sie nicht so versteckt war hinter ihm und so weiter. Und dann hat man diese ganzen Takes da und diese Massen von Material muss man ja aus dieser Desorganisation wird ja wieder organisiert. Also muss man sich hinsetzen mit der Cutterin oder mit dem Cutter zusammen anschauen und sagen, aus dem Bauch heraus die. Und wie weiß man das? Das kann ich euch gar nicht erzählen. Das weiß ich nicht, wie man das weiß. Aber nun oft täuscht man sich sicherlich und man hat einen Take entschieden, man sagt, dieses. Weil, da gibt es was es in den anderen nicht gibt. Da fällt das Licht so oder da gibt es dieses kleine Lächeln von dem Schauspieler oder da gibt es eine bestimmte Bewegung oder da gibt es das oder jenes, was mir gefallen hat. Und dann beim Schnitt sagt die Katharin, du, das lässt sich wahnsinnig schlecht aneinander schneiden. Können wir nicht die andere nehmen, wo der Schauspieler gerade so macht und in der andere macht das so und das passt. Und dann guckt man sich das an und sagt ja oder nein. So. Dann macht man einen Rohschnitt, das ist meistens beim Spielfilm etwa 3 oder 4 Stunden lang. Und dann macht man eine erste Schnittfassung, die ist schon 2,5 Stunden lang. Ich spreche von einer normalen durchschnittlichen Länge von 1,5 Stunden oder sowas. Die Entscheidungen, die man da fällt, haben ziemlich schwere Folgen, weil wenn man den Schnitt, dann macht man das, was man heute nennt Picture Lock, alles ist in Englisch heutzutage. Picture Lock heißt, man sagt, okay, ab jetzt wird nicht mehr geschnitten. Finito, Bild ist geschnitten. In dem Moment geht dieses ganze Material, das geschnitten, Bild und Ton, zum Toningenieur, der dann die Töne angleichen wird, der an den Tönen arbeiten wird, der die Atmos angleichen wird, der da und dort eine neue Atmosphäre reinlegen wird, der auch, da werden Leute arbeiten, die Geräuschemacher sind, die Geräusche zu kümmern und so weiter und so weiter. Das hat Konsequenzen, wenn ich jetzt sage, ah, ich will den Film doch anders schneiden, fangen die wieder an, weil die haben gearbeitet auf diese Länge für diese Einstellung. Der Tonschnitt wiegt sehr schwer und jetzt kommt etwas noch schwerer wiegt, wenn wir auf Filmmaterial gedreht haben, auf Negativ, dann kommt der Negativschnitt. Und der Negativschnitt ist wirklich
das ist basta, es ist die Grenze, weil dann ist es negativ geschnitten, in der Länge, wie man das. Gut, heute dreht man aber viel auch digital und dann ist es nicht so tragisch, wenn die Regisseurin oder der Regisseur kurz vor der Mischung sagt, ja, diese Szene will ich doch kürzen oder. Es ist nicht gut, weil es verursacht mehr Arbeit und es sind Kosten, sind große Kosten. Naja, und dann wird man in die Mischung gehen. Die Mischung, könnt ihr vorstellen, was es ist, die Mischung. Ne? Da gibt es auf einer Ebene die Gespräche, auf der anderen Ebene die Töne, andere Töne, die man sich ausgesucht hat und, ganz wichtig, die Musik, als man Musik arbeitet. Ja, und dann wird man über 2-3 Wochen lang die Töne hinkriegen und die Materialien, die verschiedene Sachen, plötzlich sagt die Regisseurin, da möchte ich aber doch lieber Vögel hören und nicht so viele Hühner oder was auch immer. Und dann wird das ausgetauscht oder dann wird da und dort bestimmte Töne besonders herausgeholt, wenn man sie braucht. Und dann wird am Ende alles zusammengemischt mit der Musik. Und dann wieder Entscheidungen, ist die Musik laut und die Töne leise oder ist die Musik leise und die Töne laut? Wie ist es? Also man weiß es nicht. Wie. Das sind alles so Entscheidungen, die Kunst. Also Filme machen ist wirklich eine Folge von qualvollen Entscheidungen, die man treffen muss, weil sonst der Film nicht entsteht. Danach kommt die Lichtbestimmung, das heißt, sowohl wenn man auf digital wie auch auf negativ gedreht hat, muss man ja die Lichter angleichen, die Farben angleichen. Man hat also draußen gedreht bei Sonnenwetter und dann hat man draußen gedreht bei einem knalligen Wetter und die zwei Szenen sind aneinander geschnitten. Das ist schwierig, das muss man anpassen in den Farben etc. Das ist eine Arbeit, die man macht, immer mit Technikern. Und je mehr man sich Zeit nimmt, mit allen Mitarbeitern zu reden, zu sagen, was man sich vorstellt, was man eigentlich haben will, desto besser. Weil sie verstehen, was man will. Und die finden das toll, wenn man sich interessiert auf ihre Arbeit, was ja auch schön ist. Ne? Hier geschieht jetzt noch einmal das, was beim Drehbuch war, dass man das Rohmaterial, Fantasie zusammengestellt hat. Ja? Am Ende passiert das Gleiche nochmal. Man kommt aus der Disorganisation des ganzen Materials in diese Organisation wieder hinein. Es ist wirklich wie ein philosophischer Vorgang, was da passiert, was auch sehr spannend ist, teilweise sehr quälend, weil man eben viele Entscheidungen treffen muss. Aber diese innere Organisation eines Films entspricht oft der inneren Organisation des Regisseurs. Das hat sehr viel damit zu tun, wer man ist, wenn man sehr persönliche Filme macht. Ich spreche nicht von Hollywood-Filmen, die von großen Massen, von Equipen gemacht werden, von Teams, von Leuten, wo nicht einer die Entscheidung hat, sondern viele. Und meistens der Produzent. Ja. Das waren so Gedanken, die ich euch erzählen wollte. Ich weiß nicht, ob ihr dazu Fragen habt.